Hallo, ich bin Vera Mittelberger. Hallo, ich bin Daniela Deleva. Heute stellen wir euch das Instrument Klavier vor. Das Klavier ist eigentlich sehr jung. Es ist erst 300 Jahre alt. Dafür hat es sehr wichtige Verwandte, nämlich ihre königliche Hoheit, die Kirchenorgel und eure Majestät, das Cembalo. Was man hier sieht, ist eigentlich kein Klavier, sondern der größere Bruder vom Klavier, der Flügel. Genauso wie in einem echten Konzertsaal. Beide Instrumente verfügen über dieselbe Tastatur mit 88 Tasten, 52 weiße und 36 schwarze. Klavier spielen kann man gut ab dem 6. Lebensjahr lernen. Man kann auf dem Klavier alleine spielen, aber auch zu zweit oder zu dritt und sogar zu viert, je nachdem, wie viel KlavierfreundInnen man hat. Das Klavier ist ein tolles Instrument. Auf dem Klavier kann man jede Art von Musik spielen, zum Beispiel Musik von Mozart. Oder Felise von Beethoven. Auch die moderne Musik, die man heute so gerne hört. Ludovico Einaudi. Aber auch River Flows in You von Hiruma. Oder Musik aus dem Internet. Megalovania. Auch die Musik vom Radio, Billie Eilish. Wir entführen euch gerne in die faszinierende Welt der Musik. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Bis bald.